Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute zeige ich dir eine andere Uhr von Lilienthal Berlin. Ich habe ja hier schon so einiges über Lilienthal Berlin gemacht. Heute kommt eine Uhr, bei der ich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so richtig wusste, wie ich sie einordnen soll. Es handelt sich um die Lilienthal Air. Das Gehäuse ist aus Titan, das Meshband aus Stahl und die Uhr wirkt auf den ersten Blick sehr außergewöhnlich für mich. Was mir als allererstes aufgefallen ist, ist die nicht ganz optimale Ablesbarkeit unter manchen Lichtverhältnissen, wie hier zum Beispiel jetzt gerade in der Situation. Da kann man die Stunden- und Minutenzeiger nicht besonders gut erkennen. Aber das ist das Design dieser Uhr und genau so wollte Lilienthal Berlin das haben. Die Air ist gemacht als eine Uhr, die sehr leicht und luftig wirkt. Wie man hier sehen kann, ein metallisches Sonnenschliffziffernblatt mit hellen Zeigern und einem grauen Titangehäuse. Insgesamt eine sehr stylische Uhr, eine auf Design getrimmte Uhr, die trotzdem einige Raffinessen hat, die ich euch sehr, sehr gerne später im Video noch zeigen werde. Wie bei allen Uhren, die ich von Lilienthal Berlin in der Hand hatte, ist die Krone im geschlossenen Zustand versenkt, sodass die Uhr auf den ersten Blick beinahe kronenlos wirkt. Und was ihr hier schon ganz gut sehen könnt, die Ziffern 60, 15, 30 und 45 sind innen ins Glas gedruckt, sodass sie wie auf dem Ziffernblatt schwebend wirken, was prima zu der Bezeichnung Air passt, also etwas Luftiges, etwas Außergewöhnliches. Das sieht man erst auf den zweiten Blick. Und wenn ich die jetzt ein bisschen drehe, dann könnt ihr sehen, dass die anderen Ziffern auf dem Blatt sind, aber diese vier Ziffern auf dem Glas. Die Uhr ist insgesamt schön flach gehalten, die Form gefällt mir sehr gut, sitzt angenehm am Arm. Auf der Rückseite habe ich noch den Aufkleber drauf gelassen, weil es nicht meine, sondern eine Präsentationsuhr ist. Und hier könnt ihr schon ganz gut sehen, dass Lilienthal ein Schnellwechselsystem verbaut, das heißt die Federstege mit den kleinen Pinnen, sodass man die Bänder schnell und einfach wechseln kann. Ich habe die Uhr mehrere Male angeguckt und je öfter ich mir sie angeguckt habe, umso besser hat sie mir gefallen. Anfangs konnte ich mich für diese Uhr wirklich nicht erwärmen, aber jetzt weiß ich genau, für wen sie gemacht ist. Es ist eine angenehme Männergröße mit einem Durchmesser von 42,5 mm, eine Bandanstoßbreite von 20 mm und eine Bauhöhe von 7,5 mm dank dem Quarzwerk. Verbaut ist ein Ronda SlimTech 1069. Hier könnt ihr nochmal die Schnellwechselsysteme des Bandes sehen. Die Stege mit dem Pin, auf das es sich... Kriege ich es überhaupt scharf? Das war doch eben scharf. Ihr habt es ja eben schon gesehen. Eine modische Uhr, überhaupt keine Frage. Verbaut ist ein Saphir gehärtetes Mineralglas. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht. Und das Meshband ist für die Preisklasse okay. Es gibt selbstverständlich bessere Meshbänder mit massiveren Schließen. Ich finde sie aber alles in allem gut und sauber gearbeitet. Was ich sehr schön finde, ist, dass es nicht nur wie bei ganz billigen Bändern diese
Klappschließe hier gibt, sondern auch einen Sicherungsbügel, der übrigens mit Lilienthal Berlin gelabelt ist und die Hauptschließe hat das Lilienthal-Logo. Alles in allem doch ziemlich wertig gemacht. Die preisliche Gestaltung der Uhr liegt bei 229 Euro. Und zwar in allen Varianten. Es gibt diese Uhr sowohl mit dem Meshband als Stahl als auch an Leder- oder Korkbändern. Alle Preise, die ich auf der Webseite gesehen habe, lagen exakt auf dem gleichen Level von 229 Euro. Was mich ein klein wenig überrascht hat, weil bei den anderen Lilienthal-Uhren die Preise am Stahl- oder Meshband doch 10 oder 20 Euro höher sind als am Lederband. Die Uhr ist super angenehm, sehr, sehr leicht, wirklich ein deutlicher Gewichtsunterschied spürbar im Vergleich zu den Edelstahlmodellen. Die Krone ist insbesondere mit Handschuhen ein kleines bisschen fummelig, weil sie erstens versenkt ist und zweitens auch sehr schmal. Aber bei einer Quarzuhr, insbesondere auch einer Quarzuhr ohne Datum, sieht man das gerne nach, weil die Krone doch vergleichsweise selten genutzt wird. Ja, ihr könnt hier nochmal sehen, dass jetzt der Kontrast sehr gut ist und wenn ich es ein bisschen drehe, dann wird es etwas schwerer, die Zeiger zu finden. Das Ganze ist aber dem Konzept geschuldet, eine Uhr zu bauen, die wirklich luftig, leicht und modisch wirkt. Hier steht ganz klar nicht die Funktion oder der Tool-Charakter im Vordergrund. Das ist aber insgesamt auch der Markenauftritt von Lilienthal Berlin, dass die Uhren in der Hauptsache ein modisches Accessoire sind und weniger ein Werkzeug oder ein Tool. Ja, wollen wir doch mal schauen, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk sitzt. Mit Handschuhen ist das Meshband nicht ganz so einfach zu öffnen. Jetzt haben wir es. Das ist immer die Herausforderung. Mit Handschuhen diese Verschlüsse. Ah, klappt doch wunderbar. Ja, also es ist keine Uhr, die ich persönlich tragen würde. Es ist keine Uhr, die ich für mich kaufen würde. Aber ich weiß sehr genau, wem ich sie zum Beispiel schenken würde. Und ich weiß auch, wer sich darüber freuen würde und für wen diese Uhren gemacht sind. So, jetzt gucken wir nochmal kurz, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Ihr seht, der Stunden- und Minutenzeiger sind mit Leuchtmasse versehen. Leider ist überhaupt keine Markierung auf dem Ziffernblatt mit Leuchtmasse versehen, was die Orientierung bei Nacht natürlich dann ein klein wenig erschwert. Gefällt mir nicht ganz so gut, denn je nachdem, wie man den Arm gedreht hat oder wenn man die Uhr abgelegt hat und nur drauf schauen möchte, ist es nicht so einfach, wirklich die Zeit intuitiv zu erfassen. Hier hätte ich mir eine kleine Markierung an irgendeiner Stelle gewünscht. Ja, mit 229 Euro, den Preis hatte ich ja bereits genannt, ist diese Uhr wirklich erschwinglich. Und was ich sehr schön finde, insbesondere bei diesem Modell mit der grauen Gestaltung, ist die Möglichkeit, unterschiedlichste Bänder zu montieren. Und durch das Schnellwechselsystem ist das auch gar kein Problem. Wir haben hier ein dunkelblaues Band, verleiht der Uhr direkt ein komplett anderes Aussehen. Und das hier ist ein Band, was ich wirklich total interessant finde. Es ist ein Korkband. Vom Material her finde ich es sehr interessant. Es ist genauso flexibel und weich wie ein Lederband. Und verbaut oder eingearbeitet sind hier metallisch reflektierende Elemente. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Aber das verleiht der Uhr nochmal einen komplett anderen Style und macht dann wirklich deutlich, in welche Richtung die Uhr geht, nämlich in Richtung einer
Modeuhr eines Modeaccessoires. Ja, das war die Lilienthal Berlin Air. Eine modische Uhr, eine erschwingliche Uhr und eine Uhr, die ich in der Zukunft mit Sicherheit mindestens einmal verschenken werde. Und genau dafür ist diese Marke in meinem kleinen Universum, in meinem kleinen Kosmos angesiedelt. Nicht für mich, für meine Sammlung, aber als wertiges Geschenk, wenn ich mal eine Uhr verschenken möchte an jemanden, der nicht explizit Uhren sammelt, sondern einfach nur eine gute Gebrauchsuhr haben möchte. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt und freut euch auf die nächsten Videos, aber am wichtigsten bleibt gesund. Bis dahin, tschüss, euer Axel.